Hallo ihr Lieben, heute wollte ich euch zeigen, wie man ganz easy sich einfach Kontaktlinsen in die Augen machen kann. Bevor wir in irgendeiner Weise beginnen, würde ich sagen, schminkt euch erstmal ab, denn das steht bei Kontaktlinsen auch auf der Verpackung, dass man sie ins ungeschminkte Auge tun kann. Das kann man natürlich auch machen, wenn man geschminkt ist, aber es besteht einfach die Möglichkeit, dass irgendwelche Schminkpartikel oder sonst irgendwas sich unter die Linse setzen und deswegen ist es besser, wenn ihr wirklich ein komplett sauberes und gecleantes Auge habt. Bevor es weitergeht, müsst ihr euch jetzt erst einmal die Hände wirklich gut waschen, denn auch da kann Dreck dranhängen oder Fussel oder sonstiges. Und ja, wie eben auch mit der Schminke, wenn sich das unter die Linse setzt, ist es ziemlich unangenehm, kann wehtun oder einfach das Sehfeld beeinträchtigen. Und deswegen waschen wir uns jetzt zuerst die Hände. Dann nehme ich jetzt in meinem Fall die Kontaktlinsen, die ich herausgesucht habe, für sie in meine Augen zu setzen. Und die sind jetzt einzeln eingepackt und ich öffne jetzt das Paket und platziere sie auf meinem Finger, so dass ich sie gut ins Auge tun kann. Und zwar müsst ihr jetzt schauen, dass diese Wölbungen oder dass sie halt einfach diese Form haben und sich nicht um eure Fingerkuppe legen. Wenn ihr beim Einsetzen nach oben schaut, geht es viel einfacher. Einfach den Finger dann mit der Linse holen und unten ins Auge einsetzen. Sie setzt sich von alleine auf die Linse. Das Entfernen ist mindestens genauso einfach wie das Einsetzen. Und zwar schaut ihr jetzt einfach geradeaus, zieht das Augenlid nach unten und geht mit dem Finger über die Linse und zieht sie einfach etwas nach unten ins Auge. Dann könnt ihr sie mit Daumen und Zeigefinger einfach herausnehmen. So, war ja gar nicht so schwer. Und nachdem ihr das jetzt einfach gemacht habt, nehmt ihr dann jetzt die Kontaktlinse, legt sie in eure Hand und gebt etwas Kontaktlinsenlösung darüber und auch in eure Hand und reibt sie so ein bisschen hin und her, aber ganz sachte, denn die reißen leicht ein. Da müsst ihr wirklich mit Feingefühl dran gehen. So macht ihr die sauber und gebt sie in einen Behälter mit Kontaktlinsenflüssigkeit und ja, so könnt ihr die dann aufbewahren.